Aaron, wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, kommst du mit Verstärkung nach. Schaffst du das? Ja. So, ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich das wieder ausziehen kann, hoffentlich. Weil ich mag dieses Kostüm jetzt nicht so besonders. So, dann schauen wir mal eben auf der Karte nach. Ja, ich wollte gerade die Karte öffnen, aber danke, dass du das schon übernommen hast. So, da fehlt uns noch eine Feder. Da könnten wir eigentlich auch mal eben vorbeischauen, weil es ist direkt... Ist das nicht die, die ich schon geholt habe? Hm. Ja, gut. Aktuelles Einsatzziel. Hatten wir nicht vorhin? Genau, da war doch auch noch was. Da müssen wir jetzt mit der Nebenquest hin. Ach so, genau, da kommen wir ja jetzt nicht weiter. Das ist ja jetzt irgendwie ein bisschen komisch gemacht. Das ist ja der Typ, der nicht mit uns redet. Genau, was ist das hier? Über Tote spricht man nicht. Wie käme ich da jetzt hin, indem ich jetzt hier durchlaufe? Oder wie? Also normalerweise würde ich sagen, dass wir das mit dem Hakern jetzt erstmal machen. Aber das mit der Feder, da werde ich dann auf jeden Fall auch nochmal eben gucken. So, links von mir, das ist... Hä, das ist doch die Feder, die ich eben geholt habe. Hä? Muss ich das jetzt verstehen? Das sind doch keine zwei Federn. Bin ich hier hoch? Nee, ich bin da oben hoch, ne? Ja, dein Machata, Machata, Machata kannst du dir sonst wo hinstecken. So. Links. Das ist doch eindeutig die Feder, die ich schon geholt, aber die hängt nicht mehr da. Moment. Wenn ich jetzt da genau in die Richtung gucke, dann ist sie rechts von mir. Nein, nein, nein. Eben bist du da auch nicht runtergestürzt, Lara. Hallo. Bist du denn blöd oder was? Okay. Jetzt soll ich genau vor der Feder sein. Das heißt, die muss theoretisch ganz oben drauf sein. Das ist jetzt etwas seltsam. Das ist mir jetzt doch ein bisschen zu blöd, da jetzt nachzugucken. Weil ich eigentlich der Meinung bin, dass es dieser müsste, die ich eben schon bekommen habe. Naja. Wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal den Hasan suchen. Eine Kletterwand. Nein, ich komme hier gar nicht rum, oder? Ah, Moment. Ah. Cool. Aber hier komme ich nicht rum. Schade. Ist das der volle? Nee. Nein, jetzt sag mir nicht. Nee. Hi, warum ist das hier alles so gelb? So, wir müssen da quasi immer geradeaus. Entschuldigung, ich wollte eigentlich nach links, aber die Lara wollte nicht so richtig. Da lag doch gerade noch was. Hallo. Da. Alles voll. Na toll. Ich kann nicht mehr tragen. So, da hinten muss ich hin. Genau. Was ist das? War ich hier schon? Ja, wunderbar. Ich bin schneller. Du mich auch. So, ist das jetzt... Das nehmen wir noch direkt mit. Pass auf,
Wir haben in der Gegend einen Wolfsbau entdeckt. Aber vielleicht bist du ja genau deshalb hier. Wie meinst du das? Die Götter haben eine einsame Jägerin geschickt. Sehr passend. Viel Glück auf deiner Jagd. Nö. Da wollte ich aber nicht hin. Aber die Frösche kann ich immer noch nicht nehmen, oder wie? Ich habe doch jetzt diese Fähigkeit freigeschaltet. Lara, streng dich an. Ich hoffe, wir müssen hier wirklich durch. Ist das denn jetzt... Doch, Hakan-Treffen, das ist hier. Ja. Nirgendwo mehr durch. Ein Lagerfeuer. So, ich muss dazu sagen, das hört sich jetzt irgendwie nicht so gut an, was ich jetzt gerade gehört habe. Deswegen schauen wir mal eben. Da bräuchte ich 3 für, ne? Ja. Erhöht Chance, seltene Tiere zu finden. Menschengemachte Ressourcen, die aus jeder Quelle erhaltet. Ja, ist nicht schlecht. Beim Plündern für Feinden. Das waren alles die Ausdauermischungen. Ja, da würde ich sagen, dann sparen wir uns den einen. Aber da sich das jetzt hier so ein bisschen komisch anhört, der hat gar keine Vorteile. Gucken wir mal eben, was uns hier noch Vorteile bringt. Wir hatten doch eigentlich... So, gewährt Bonus-EP für das Erlegen von Tieren. Die Effektivität von Konzentration hängt länger an. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken. Lautlos-Kills. Erhöht die Munitionsmenge. Reduziert erlittenen Schaden durch Kugel und Pfeil. Reduziert erlittenen Schaden durch Nahkampfangriffe. Rennen ist leiser. Gesundheit regeneriert sich in Kampfpausen schneller. Sie werden im Kampf seltener niedergeschlagen und widerstehen Feuerschaden. Das hört sich schon mal gut an. Drachenschuppen. Ich denke nämlich, dass wir irgendwie jetzt gegen Tiere kämpfen müssen. Also so hat sich das zumindest gerade angehört. Deswegen, auch wenn das Kostüm vielleicht ein bisschen scheiße aussieht, aber... Deswegen werde ich auf jeden Fall... schauen. Dass ich dementsprechend mich ein bisschen stärke. Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Okay. Ach, bin ich hier nicht am Anfang gewesen? Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Das sieht so aus. Hast du mich jetzt gerade erschreckt? So, Moment, ich muss links rum. Muss ich hier durch? Mit dem weiteren ist das Seilaufstiegswerkzeug erforderlich. Okay, das haben wir noch nicht bekommen. Aber wir müssen doch eigentlich darum. Ne, die guckt in die Richtung. Wo kommen die ganzen Hasen hierher?
Oh, 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 Lara. Das hast du nicht gesehen. Ich hab's auch nicht gesehen. Ja, ich würde sagen, ich spring mal hier rein. Ach, da ist er. Ja, ja, ich komm, ich komm. Hakan. Hakan, bist du... Hier durch, schnell. Lara, lauf! Ah, jetzt kannst du deinen Freund sterben sehen. Wartet. Vielleicht gibt's eine andere Lösung. Lara, richtig? Ich höre. Ein Pakt. Du tust etwas für uns und dein Freund lebt. Einfach so? Warum? Weil du mich beeindruckst. Du hast seit deiner Ankunft in Paititi viel Einfallsreichtum bewiesen. Lara, tu's nicht! Gib sie ihm nicht! Was willst du dann? Den Gottesmörder natürlich. Darum seid ihr doch hier. Hör nicht auf ihn! Die Herausforderung kam von Amaru selbst. Wer den Gottesmörder besitzt, darf um seinen Thron kämpfen. Hat dein Freund dir nicht gesagt, worum es geht? Interessant, aber nicht mein Problem. Dort wartet deine Herausforderung. Bring mir den Gottesmörder und dein Freund bleibt am Leben. Ja oder nein? Lara? Wenn er bei meiner Rückkehr auch nur einen Kratzer hat, sterbt ihr alle. Spar dir dein Draufgängertum lieber auf. Okay, das Herausforderungsgrab soll ich abschließen. Das ist dann links von mir. Okay. Hallo, sollst du dich haken? Kam ich doch gerade her. Ach, das war doch die Straße, wo ich die da alle abgeschlachtet habe am Anfang, ne? Auf jeden Fall muss ich mich jetzt links halten. Ich laufe schneller als die Kaninchen, yeah. Ja, das ist richtig, okay. Hui. So, in welche Richtung müssen wir? Nach links. Sieht aber nicht so aus, als ob wir da hin können. Moment. Oder muss ich übers... Ach, ich muss da hinten übers Wasser, oder? Sieht zumindest so aus. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt hier oben gekennzeichnet ist. Ich hoffe, ich komme dann wieder hoch, wenn ich da runter springe, aber ich probiere es mal. Nein! Lass los! Hallöchen, was bist du denn? Ein Rebhuhn? Ah ne, ein Freund. Es war kein Rebhuhn. Bin ich jetzt hier noch richtig? Ja, okay. Oh, halt. Okay. Sieht... Boah, ja, ausweichen ist nicht, oder was? Oh, das sind mehrere.
Nein, du sollst ausweichen. Lara, weich aus. Weich aus. Los. Ich sehe nur nichts. Das ist gerade mein Problem. Nein! Boah, ich kann auch nicht mal einmal hier anvisieren, damit ich dann zielen kann. Hey, waren das schon alle? Da war doch noch einer. Ja, so macht man das dann, um Munition zu sparen. Okay. Bin ich schon hier? Nee, ich bin noch nicht hier. Ja, was willst du mir jetzt zeigen auf der Karte? Ach so, Moment. Überlebensversteck. Das ist ja alles schön und gut, aber ich muss da hinten hoch. Kann ich von denen irgendwas einsammeln? Ach, Moment. Ach ja. Von denen, doch, von denen auch noch. Da kenne ich noch einer rum. Da ist noch was. Ach, Geld. Ach, super. Ach, da muss ich nicht hoch, da muss ich durch. Auch gut. Sie sind dabei, dieses Grab zu betreten. Ihr Fortschritt wird gespeichert. Moment. Wieso Grab? Doch, zwei Gräber. Doch, da muss ich aber hin. Okay, okay. Ja, dann speicher bitte.